Und wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt, ist das vielleicht auch Gruppentherapie? Notizen aus der Provinz. Es grüßt den Rest der Welt, klein Holbeshausen. Ganz großer Bahnhof, und das heißt, dass unser Städtchen heute entgleist. Denn ganz ekstatisch soll es ringen voll nach draußen. Heil sei dem Tag, an welchem du bei uns erschienen. Parapapapam. Parapapapam, ganz wie Sie meinen, Madame. Heiße Chosen aus Athen, bring ich Ihnen, Sie werden schon sehen. Na na, Muscuri! Vorsicht, Glas! Und sehr liebebedürftig ist auch der Kassenpatient, der bei Frau Doktor privat wird. Frau Doktor, Sie sind wie eine Mutter zu mir. Küsschen. Na, Ihr Problemchen zauber ich Ihnen schon weg. Hokus pokus, Ödipus. Und seit wann haben Sie dieses komische Gefühl? Seit der Schauspielschule. Der Lehrer sprach, wir improvisieren. Das fördert eure Fantasie. Wir mussten uns so, wie er es wünschte, präsentieren. Aber wie spielt man ein Himbeereis? Wie? Und bald rief alles durcheinander. Oh, ist mir kalt. Oh, bin ich fruchtig. Oh, bin ich süß. Und was fühlten Sie? Ich fühlte gar nichts. Absolut gar nichts. Ich dachte, na gut, das war nichts. Vielleicht ist alles noch zu neu für mich, weil ich noch gar nichts fühle. Dann spielten wir, wir wären Stühle. Da zog ich mich aus wie nischt. Warum? Ich dachte, ich wäre ein Ausziehtisch. Na, das ist doch schon ein Fortschritt. Ja, ja, aber ich fühle mich immer noch so. Jetzt auch? Das ist noch gar nichts. Ich tue so, als war nichts. Noch fühlt es sich frisch, aber 24 Stunden auf vier Beinen als Tisch. Sehen Sie, so manche redet sich ein, Casanova zu sein. Oder ein Koffer, und fein fühlen sich die ja nur als Sofa, wie nett. Und ein Tisch macht uns komplett. Meine Herren, sind Sie entzückt? Nein, der Mann ist ja verrückt. Sie? Und das ist Gruppentherapie. Psychiater, Psychiater, geliebt und gehasst. Wir machen alles für Sie. Und nun verrate ich Ihnen, wie die Gruppe Village People einst entstanden ist. Im Plattenstudio? Nein, in der Praxis von Dr. Sigmund Freudlos. Schicksale und wie treffen sich hier, und ich mach Gruppentherapie. Zwar hab ich kein Talent, nein, ich bin nur ein Genie. Hier ein paar schwere Fälle nacherzählt für Sie. Es steht ein Soldat auf der Brücke am Quai und gewehrt sich aus dem Helm einen heißen Hit. Wer kommt vorbei? Sein Vorgesetzter. Stopp! Ich lehr Sie gleich Furcht! But don't you get around, the song geht mit mir durch! Nobody can stop the music. Doktor, helfen Sie bloß, wir kommen vom Sound nicht mehr los. Ein Problem, aber keins gegen Joes. Bei richtiger Musik spielt er verrückt komplett und träumt, dass er einen ganz heißen Ofen hätte. Das ist er, unverkennbar sein Hooper. Doch wohl nicht normal. Nein, ich nehme immer Wupper. Sehen Sie, das ist sein Tick. Und der macht mich toll, weil ich ständig bei ihm voll tanken soll. Begreifen Sie, dass alles bei Ihnen Einbildung ist. Ach ja? Oh weh. Und was will der Herr Polizist? Es geht ums Strafmandat mit seinem Rad, wo er bei Road. Mit welchem, bitteschön? Mit dem. Noch ein Idiot. I can't stop the music. Nein, nobody. Stop the music! Oh Gott, ich will
drinnen, Mann. Das ist der 13. Stock. Ach, abergläubisch. Kommen Sie rein. Ich kuriere Ihnen den Schock. Den hier geht's noch schlimmer. Wo ist Ihr Pferd? Im Wartezimmer. Nein, das reden Sie sich ein. Wie oft sagte ich das schon? Western-Halluzination. Ich hab schon viel erlebt, aber das, ich erblasse. Nur noch eine Frage, privat oder Kasse? Ich bin schon wie Sie, in diesem Käfig voller Narren. Hilft nur Gruppentherapie, ich muss darauf beharren. Auch eine Plattenproduktion wäre psychologisch nicht von übel. Ich steige ein und dann wird's heißen, Dr. Village und sein People. Dankeschön. Danke. Und ein Dankeschön dem Ballett.